Hallo, ihr Steinverrückten. Heute mache ich mal ein Meinungsvideo. Klick, klick, klick. 8 Leute haben schon wieder ausgemacht. So ist das im Leben. Und zwar ein Meinungsvideo darüber, was hat mir in der letzten Zeit am Gebrauchtkauf, insbesondere bei Autos, am meisten Spaß gemacht? Wo gibt es eine Empfehlung? Und was empfehle ich euch definitiv nicht? Vielleicht habt ihr mal Bock auf sowas. Ich wünsche mir viel Spaß und euch auch. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr YouTube-Videos schaut. Ich bin der Martin, der Steinverrückte. Und heute habe ich ja viel Monochrones und zweimal bunt für euch in die Kamera gehalten. Denn heute erzähle ich mal aus der Perspektive des Gebraucht- bzw. des Angebotskäufers und wie viel Spaß er damit hat. Was habe ich hier vor mir? Ich habe hier einmal ganz billig bis teuer habe ich in dem Fall nicht. Hier hinten, das ist jetzt aktuell bei Amazon mit 69 Euro der teuerste Wagen, den ich hier tatsächlich stehen habe. Alle anderen, den Porsche, ja, es ist ein Countach bei mir, und den London Bus habe ich so um die 60 Euro gebraucht geschossen. Packen wir jetzt den Versand drauf, ja, sind wir fast bei 70 Euro. Den Mold King Countach, den gibt es für lockere 40 Euro. Den gebrauchten Maserati von Kobi habe ich für 35 geschossen, zuzüglich Versand, also sagen wir mal 40 Euro. Und hier hinten unser Reobricks Classic Car für ungefähr ein 20. Ungefähr. Wenn man's, ich habe es im Konvolut bekommen, dann ist es ein 20. Vielleicht sogar weniger. Was ist meine Meinung zu dem ganzen Zinnober, der hier steht? Ich hatte unterschiedliche Herangehensweisen, die ich dort unbedingt mal verwirklichen wollte. Ich wollte diesen hier bauen, weil ich weiß, Megaconstrux hat super geile Präsentation. Ich baue prinzipiell immer gerne Lego, weshalb das hier für mich ein No-Brainer war, weil ich wusste, kann ich kaufen, kann ich zu ähnlichem Kurs auch wieder verkaufen. Der Porsche, den habe ich tatsächlich nicht gekauft, weil ich den Porsche so genial finde, sondern ich hatte diese beiden gleichzeitig gekauft, um zu schauen, kann ich mit dieser Anleitung aus dem Porsche einen Countach bauen. Das heißt, kann ich mocken? Dann wollte ich wissen, wie Preis-Leistungs-Verhältnis bei Mold King ist. Ich habe noch nie ein Auto, glaube ich, gebaut von Kobi. Deshalb musste das auch unbedingt mal sein. Und das hier war einfach, war im Konvolut dabei, fand ich günstig, kaufe ich mal. Die Erfahrung hatte ich noch nicht. Ihr seht, das hier ist ein fieses Weiß. Gell? Boah, das muss man schon mögen. Was kann man denn jetzt zu diesen Autos allen sagen? Was denkt man, wo hatte ich den meisten Spaß? Seltsamerweise muss ich ganz ehrlich gestehen, das hier ist mein Favorit. Ich habe tatsächlich aus dem Porsche einen Countach gemockt. Und zwar mit der Anleitung von Mold King. Den hätte ich mir gar nicht kaufen müssen, weil die Anleitung gäbe es auch kostenfrei im Netz. Lustig fand ich insbesondere daran, hierbei, es sind nicht eins zu eins alle Teile aufgegangen. Das heißt, ich hatte im Endeffekt ein paar Steine, die ich noch überlegen müsste, wie kann ich das jetzt ein wenig anders machen, weil der hat schon seine Eigenheiten. Also ich musste ein paar Steine umändern, abändern, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Und das hat mir Bock gemacht. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das heißt, man bekommt unheimlich viel fürs Geld, wenn man den gebrauchten Porsche kauft. Weil ich kann den 911er bauen, ich kann den Targa bauen und ich kann einen Countach bauen. So viel Spaß für wenig Geld. Und das ohne Aufpreis. Das heißt, das hier ist meine klare Nummer 1. Ist die Frage, was kommt denn an Nummer 2? Tatsächlich Megaconstrux. Unfassbar geile Präsentation, die Steine sind völlig in Ordnung und machen Spaß zu bauen. Es ist ein immer noch riesengroßer Klotz. Vom Gewicht her allein merkt man, dass da über 3000 Steine drin sind. Das muss man einfach mal gebaut haben. Ich werde ihn vermutlich nie wieder loswerden, weil wer will denn den kaufen? Er kostet 60 Euro neu. Wenn ich sage, für 20 Euro kannst du ihn haben, aber dann kann ich es auch lassen. So viele Steine für 20 Euro verkaufen ist schon bitter. Naja. Wir schauen mal, einstellen welchen trotzdem, ich werde berichten, was ich dafür bekommen habe. Der Lego London Bus, der macht immer Spaß, auch wenn ich hier bis heute noch schlaflose Nächte habe, weil ich hier Sitze bauen musste. Nicht eins, nicht zwei, wie viel sind es denn? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 mal die Sitze, plus 18, 20, 22, 24, 26, 28 mal Sitze. Ja, das ist kein Fun. Sitze bauen ist nicht das Schönste auf dieser Welt. Aber er hat Spaß gemacht. Ich will nicht sagen, dass mich da in irgendeiner Form etwas enttäuscht hätte. Es war ein solider Bau,
ein solider Kauf, nicht mehr und nicht weniger. Deshalb reicht es auch nicht für einen der Top-3-Plätze, denn der geht tatsächlich an den Maserati. Der hat aber Schwächen. Das klingt jetzt hart, was ich sage, aber hat schwache Drucke. Insbesondere, das halte ich zum 100. Mal in die Kamera, insbesondere hier vorne rechts, wenn man sich die, ja, wenn man sich hier vorne die, den Scheinwerfer anguckt, der ist hier heller gedruckt, also mehrfach drüber gegangen als da. Das ist einfach grau und sieht scheiße aus. Da hat er also seine Schwächen mit dabei. Hier fällt mir was ab. Gucke ich gleich mal, wo du hingehörst. Aber es ist vom Bau her einfach ein Prügel. Ein massives Teil, viel komplexer als Lego, sage ich jetzt mal. Und das Einzige, was ich dort verändert hätte, und das hat Moleskin gut gemacht, ich hätte den Innenraum in einer anderen Farbe gemacht. Denn hier kann man reinschauen und man hat Spaß. Wenn man hier reinguckt, ein schwarzer Moloch. Nichtsdestotrotz ist das für mich ein absolut würdiger dritter Platz. Tolle Steine, die gebraucht nicht mehr gleich stark sind und auch ein paar Risse bekommen. Also es sind Slopes dabei, die haben Risse. Deshalb reicht es nicht für die ersten zwei. Aber der Bau an sich ist halt für den Preis, wir reden von knapp 30 Euro mit Versand, sagen wir knapp 40 Euro, das Set kostet 920. Ist ein No-Brainer. Also wirklich top zu bauen. Vierter Platz teilt sich für mich Lego und Moleskin. Ich finde es schön, dass Moleskin mit dem Designer zusammengearbeitet hat. Ich finde das Design toll. Ich hätte nicht rot innen drin gewählt. Da kommen wir wieder zum ersten Punkt. Das sieht in der Mock-Variante, da fällt der aus dem Spiegel ab. Das sieht in der Mock-Variante mit dem wunderbaren Braun sogar noch eine Spur cooler aus als hier mit dem Rot. Aber auch das ist Geschmackssache. Dafür gibt es hier einen riesen Spachtelbogen an Aufkleber mit dabei. Für jeden, der sein Zimmermann tapezieren muss, damit schaffst du es. Hamayoko oder wie heißen diese lustigen Aufkleber? Und Pirulli und ach Gott, das ist alles traurig. Egal. Zusammen mit dem Londonbus, der auch ein absolut solides Bauen war, ist das für mich und der vierte Platz. Ja, und last but not least, von dem Reobrix rate ich euch ab. Nicht, weil der Bau kacke war oder die Steine kacke waren, aber für mich ist und bleibt das eine fahrende Fleischwurst. Ich hasse diesen Braunton. Das ist widerlich. Diesen Fleischwurstton überall. Und er wirkt halt auch ein bisschen zusammengeschustert. Das ist so ein Set. Ich hoffe einfach mal wirklich, der ist in real auch nicht teurer als 20 Euro. Für 20 Euro bringst du die einem Kind mit und sagst, hier, bau mal ein Auto, dann hat das Riesenspaß. Aber ernsthaft, wer ein bisschen was mit Klemmbausteinen zu tun hat und auch nur ein bisschen Freude am Bauen hat, dem tust du das nicht an. Das ist einfach qualitativ auf einer ganz anderen Ebene. Und preislich hoffe ich auch, dass es auf einer ganz anderen Ebene ist. Darüber hinaus weiß das Set nicht so richtig, was es will. Will es ein Hot Rod sein? Will es ein Classic Car sein? Es weiß es nicht. Und auch, wie gesagt, von der Farbwahl her finde ich es einfach nur absolut grausam. Ich wurde in den Kommentaren beim letzten Mal darauf hingewiesen, ja, Excalibur hatte ich in den 80er Jahren bei so Quartett, bei Autoquartetts. So in die Richtung geht das, wie das Excalibur-Auto, dieser Nachmache amerikanische alte Wagen. So, da stehen sie. Jetzt müsste ich die Reihenfolge ein wenig ändern, damit wir auch mal vom ersten bis zum letzten Platz kommen. Erster, zweiter, komm mal her, mein Freund. Dritter, wir tauschen jetzt einfach mal die Bricks. Was steht hier? Brixton. So. Erster, zweiter, dritter, vierter, sechster. So ist meine persönliche Wahl. Was rate ich euch? Ja, im Prinzip tatsächlich wie immer. Kauft gebraucht, außer hier. Kauft den neu. Neu unbedingt mal kaufen. Es ist wirklich eine Erfahrung wert. Und den Rest kauft gebraucht. Den Lego Porsche, weil ich dort so viel draus machen kann. Den Kobi Maserati, weil er einfach schweinebillig ist. Und man kriegt unfassbar viele Steine fürs Geld. Den habe ich sogar neu gekauft für 40 Euro. Ja, was willst du denn da noch sparen? Den kriegst du vielleicht 20 Euro noch für, wenn den mal einer verkauft. Ich weiß es nicht. Gebraucht wäre das aber auch noch ein Witz.
den hier kann man eigentlich nur gebraucht kaufen, weil er ist EOL. Wo willst du den noch neu herkriegen und willst du 300 Euro bezahlen? Da muss der einen an der Waffel haben. Also insofern gebraucht kaufen unbedingt und den hier am besten gar nicht kaufen. Ist meine persönliche Meinung. Vielleicht habt ihr aber eine andere und wollt mir das mitteilen. Die Kobi-Fans sind mich wahrscheinlich schon innerlich am Tern und Federn und sagen, komm weg mit dir. Mach dich ab, das ist ja Quatsch, was du hier redest. Vielleicht sind auch die Megakonstrukte, die Tesla-Fans, die haben auch gedacht, das ist auch viel zu schön, das Auto, um auf nur Platz 2 zu sein. Das ist an Innovation nicht zu überbieten. Ja, aber an Hässlichkeit auch nicht. Jetzt habe ich eine Runde geschwafelt. Mein persönliches Meinungsvideo. Kauft gebraucht oder kauft neu oder lasst es sein. Das ist meine Empfehlung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ich treffe euren Geschmack damit. Ich bin ehrlicherweise froh, dass ich die jetzt abbauen kann und endlich wahnsinnig Platz im Schrank bekomme, denn die 6 Dinger haben echt viel Platz gekostet. Reicht jetzt. Zu jedem habe ich ein einzelnes Video. Ich glaube nicht, dass ich sie verlinken werde. Ihr werdet sie in der Playlist sehen. Autos oder sowas in der Richtung. Macht euch eine gute Zeit. Bleibt steinverrückt. Bis bald. Ciao, ciao. Hallo, ihr Steinverrückten. Ja, Zuschauer meines Kanals. Falsch. Oh, mein Näschen juckt. Ich bin Allergiker. Aber das sind schon Brecher hier, die beiden. Von dem Gewicht und von allem. Schade, dass die Steinequalität so schwach ist. Das ist schade. So, und jetzt? Morgen ist Feiertag. Tue ich mir was Richtiges zu essen machen jetzt. Lecker, lecker. Eis, das ist weit vorne.